Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Terror und wir sind hier gemeinsam am Zocken bei Close to the Sun. Und wir haben in der letzten Folge mit unserer Schwester wieder geredet. Und wir sollen, Gästequartiere haben wir ja schon abgesucht. Wegen dem überschreibbaren Code, wie auch immer. Jetzt versuchen wir. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Oder? Okay. Aber macht nix. Macht nix. Okay, wir kommen da nicht durch. Wir wollen jetzt mal versuchen, den Strom auszuschalten. Also wieder hochlaufen. Diesmal muss der Terra mal bis auf die Uhr gucken, dass wir nicht wieder über die Länge kommen. Also ich denke mal, 20 Minuten ist okay. Ne? So. Ich weiß ja auch nicht, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt hatte, wegen der, wenn ich aus dem Spiel rausgehe, muss, oh, jetzt geht das, muss ich, wenn das Kapitel nicht abgeschlossen ist, die tritt aber zu, da muss ich denn das Kapitel komplett von vorne anfangen, also, lassen wir das, was können wir hier machen, ach, ist das der Code, warte mal, hier steht ja auch nichts, aktivieren, deaktivieren, Codes provided quickly to the bla 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 auf dem Quarter. Ja, okay, jetzt ist wieder alles Englisch hier. Warum auch immer. Also, 3-3 hatten wir uns aufgeschrieben, ne? 3-3-2-1-2. Okay. Mit Kette gesichert. Betreten Sie die Gamma-Quartier und holen Sie Edas Ersatz-Keycard. Okay, hier ist nichts weiter, so wie es aussah. Jetzt können wir also wieder runter. Nee, wir gehen runter. Also ich will da nicht nochmal runterfallen. Ich weiß gar nicht, kann sie überhaupt sterben? Ich denke mal schon, dass sie irgendwann mal sterben wird. Aber sie hat ja auch keinen Lebensbalken irgendwie. Lebensenergiebalken. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie... Kommt sie so rüber, oder? Hier an der Seite vorbei? Ja, gut. Ah, durchquetschen. So. Weiter. Eda. A und T. Albert und, keine Ahnung. Hat er hier eine kleine Liebelei, der liebe Albert? Ja. Ging alle sehr stylisch da. Was ist bloß hier? Oh, was ist bloß hier wieder passiert? Schauen wir uns mal um. Ein Gemetzel, Mann. Da wird jemand bedient. Oh, hier liegt eine Keycard. Unser Schatten. A. King. Eine vergessene Keycard für das Apartment von A. King. Wer ist A. King? Keine Ahnung. Nehmen wir aber erstmal mit. Jetzt zeigt er unten da oben zwei Keycards an. Jetzt haben wir auch zwei Keycards drin. Von Steinitz und von A. King. Okay. Gamma-Quartier. Also hier ist echt was Gruseliges passiert. Hier scheint einer ganz schön sauer gewesen zu sein, dass der hier so mordenderweise durch die Gegend huscht. Ansonsten, aber trotzdem, ich muss immer noch sagen, ich bin von der Atmosphäre sehr begeistert. Hat was. Was ich nur blöd finde, auch in den Globus würde ich auch gerne haben. Oh. Ach, die Ratten sind da, die da so... Twitch. Die nagen schon an den Leichen. So, Addison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Addison. Vorbereitung für Gegenklage in Vorbereitung. Wardenclyffe lehnt Stellungnahme ab. Tesla abwesend werden... Das haben wir ja schon mal gelesen. Okay, das kennen wir schon. Ach so, ja, was ich sagen würde. Was eben halt... was hat sie denn gerade? Wischi-wischi? Macht sie wischi-wischi? Ach, wegen den Fliegen. Ah, ja, na klar. Die waren hier bis am Billardspiel, wie es aussieht, ne? Oder was ist das da? Sehr glänzende Billardkugel zumindest, wenn das ein Billardtisch mal hier irgendwo war. Hier. The circle must be broken. Zirkel ist Kreis.
Bogen brechen? Der Kreis muss durchbrochen werden oder sowas in der Richtung? Wie gesagt, ich kann kein Englisch. Ich hoffe mal, dass ich das so halbwegs richtig deute. Was steht hier nochmal? Genau, das war das andere, was da im anderen stand. Time is not a river. Und das hatten wir letztes Mal nicht richtig lesen können, weil das eher irgendwie nicht zu sehen war. River ist ein Fluss, also die Zeit ist kein Fluss. Der Kreis muss durchbrochen werden. Also, ich vermute mal, dass, ja, wie wir schon vermutet haben, dass da irgendwas mit der Zeitverschiebung zu tun hat, mit der zweiten, anderen Dimension. So, jetzt sind wir wieder in so einem, ach, jetzt sind wir im Gamma-Quartier, genau. Mal gucken. El Mahdi? Okay. Alter. Was geht hier ab? Da war doch ein Geräusch gerade, ne? Boah, ich hab schon wieder Gänsehaut. Steinitz, da haben wir Steinitz. Okay. Professor Steinitz. Okay, schauen wir uns mal um in aller Ruhe, was hier los ist. Aber ja. Er ist ein großes Schachgenie und man merkt, oha, überall Schach. Es scheint wohl simultan Schach zu spielen, wenn er Gäste hat. Also sprich, er geht von einem Brett zum anderen und spielt mit den Leuten Schach. Dazu gehört auch schon viel. Ohne groß zu überlegen, von einem zum anderen zu gehen und dann auch Schach zu spielen, das ist schon eine Herausforderung. Also wer schon mal Schach gespielt hat, weiß, wenn man alleine spielt, nur zu zweit, das ist schon eine Nummer für sich. Und wenn man dann auch simultan Schach spielen soll, okay. Der größte Schachspieler aller Zeiten, oder was? Tournament? Keine Ahnung. Sogar auf dem Scheißhaus hat er, spielt der Schach. Und in der Wanne, alles klar. Ja, der hat wohl nichts anderes zu tun. Ja, bloß warum waren wir jetzt hier? Warum sind wir hier? Hier ist doch nichts zu tun. Im Schrank? Nee. Okay. Ja, gut. Jetzt gehen wir mal weiter. Da ist die nächste Tür. Wer ist da? Patel? Was ist das denn hier? Oh, ein abgetrennter Fuß mit High Heels. Also war hier wohl meine Frau. Das ist ja eklig. Nielsen. M. Nielsen. Ach, da können wir was machen. Mal gucken, was ist hier. Können wir auch... Ah, King. Ach, hier ist der A-King. Gut. Schau mal. Die Keykarten sind noch da. Ne? Steinitz und A-King. Okay. Aubrey King. Wie viele Aubreys kann es an Bord geben? Mit dem Aubrey King schon mal was zu tun gehabt? Eigentlich, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Untersuchen. Zeitung. Wardenclyffe. Durchbruch in Meteorologieforschung. Regen versorgt Helios mit Strom. Aha. Leader Researcher Aubrey King führt neue Möglichkeit der Stromerzeugung an Bord der Helios ein. Achso. Edison und General Electric expandieren weiter in Südasien. Hatten wir das schon mal auch gelesen? Keine Ahnung. Was ist da los? Alte! Ich wollte mir gerade das Bild angucken. War das nebenan oder war das hier? Ich meine, hier sieht das ganz schön wüst aus. Teppich verschoben? Pflanzen?
Gab es hier irgendwie eine Schlägerei? Wer ist da denn noch? Immer noch der... Der Professor, hat man gesagt, hier... Best Employed of the Year. Bester Mitarbeiter, ne? Glaube ich, ist das. Money Train, okay. Alles mit Tesla-Bildern hier. Sogar im Schrank. Müsst ihr euch mal vorstellen. Im Schrank. Ne, da können wir nichts machen. Gut. Was ist das hier? Degradierungsschreiben. Sehr geehrter Herr Professor King, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie ab dem 2. Mai vom Lead Researcher der Abteilung für Meteorologie zum Koordinator der Instandhaltungsabteilung degradiert werden. Sie haben keine ausreichenden Ergebnisse bei der Nutzung der von Warncliffe gestellten Ressourcen erzielt. Sorry, kurz, Moment. Hatte gerade einen Frosch im Hals. So, Ressourcen erzielt. Daher sind wir zu der Ansicht gelangt, dass Ihre langjährige Kenntnis der Helios von größerem Nutzen sind, um das Funktionieren der für die Umwandlung neuer Energiequellen ausgewiesenen Bereiche zu gewährleisten. Sie haben das Recht, gegen diese Degradierung gemäß Warncliffs Beschwerdeverordnung Einspruch einzulegen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Linda Kaczynski, Direktor Employer Relations. Hochachtungsvoll GC Sacristani. Mhm. Also er wird degradiert zum Hausmeister oder was? Für Instandhaltung? Er ist mal ein bisschen gruselig, wenn der Tesla an der Wand hängt, ne? Okay. Ugh. Kakerlaken, Junge. Ratten, Kakerlaken. Sieht sehr, sehr unsauber aus hier. Augen ausgeschnitten. Meint er, wenn er denn da reinguckt und sich so hin positioniert, dass er durchguckt, dass er denn selber der Tesla ist, oder was? Hm, wer weiß. Sogar auf dem Scheißhaus hat er seine Auszeichnung. Von 99, ne? 1899. Lese ich das richtig? Oder ist das der 93? Nee, 99, ne? Ja, okay. Lassen wir erstmal so stehen, wie es ist. Also er hat da drei Auszeichnungen gekriegt. Gut, wir haben hier ein paar Informationen gesammelt, aber ansonsten... Wir haben die Schlägerei gehört. Ivanov. Eine Keycard? Fairfield. Ein Keycard für das Apartment von Eliza Fairfield. Die scheint absichtlich vor der Tür liegen gelassen worden zu sein. Mit Absicht. Tja. Wir gehen trotzdem mal rein, auch wenn es mit Absicht gemacht worden ist. Könnte ja jetzt auch eine Falle sein. Okay. Hier irgendwas zu sehen? Nö, scheint nicht so. Untersuchen. Anonyme Notiz. Wir wissen, was du getan hast. Tu, was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen. Oder wir stellen sicher, dass deine Tage auf der Helios gezählt sind. Wir bleiben im Kontakt. Das hört sich an wie eine Drohung, wie ein Erpresserschreiben oder sowas. Wobei Erpressung ist es ja noch nicht. Ist erstmal eine Drohung, ne? Also, dass sie gesagt wird, tu, was wir machen und dann ist gut. Oh, Shuffleboard. Sunny, oh, ist da, da. Eliza Fairfield. Ist sie hier Shuffleboard-Meisterin oder was? So viel Stöcke? Wie sie hat. Das hatten wir jetzt gerade untersucht. Scheint so zu sein, ne? Als wenn sie hier viel mit Shuffle, der eine viel mit Schach, die, sie mit Shuffle. Was ist das hier? Alter! Ruhe in Frieden, Eliza. Oh! Da hängt sie ja. Gar nicht gesehen. Hä? Was ist das für eine Büchse?
Sieht ein bisschen komisch aus. Ein bisschen eigenartig. Okay, wir wollen nicht weiter drüber nachdenken, warum es da so aussieht. Untersuchen. Edas Ersatz-Keykarten für ihr Quartier und ihre Apartment. Die Keykarten sind stark abgenutzt. Oh. Für ihr Quartier und ihr Apartment. Da wären wir. Edas Keycards. Los geht's. Los geht's. Nein, noch nicht. Wir wollen erstmal kurz untersuchen, was hier steht. Elizas Notiz. Mein Zuhause. Die Helios ist der einzige Ort, an den ich je wirklich gehörte. Dieses Schiff hat mich akzeptiert. Ich kann nicht in Worte fassen, wie es ist, das ganze Leben lang zu leiden, ohne auf Akzeptanz oder eine Art Seelenverwandtschaft zu treffen. Aber an Bord der Helios fand ich nicht nur Seelenverwandtschaft, sondern auch Freundschaft. Ich habe eine Familie gefunden. Und jetzt? Ich habe die einzige Familie zerstört, die ich je hatte. Ich bin alleine. Erneut. Ich hätte niemals hier enden sollen. Trotzdem bin ich hier, das Seil in der Hand, das Urteil wartend vor meiner Tür. Ich dachte, die Barrikade könnte sie wenigstens für eine Weile aufhalten. So dumm von mir. Ihre Wolken kamen ungehindert durch, gefolgt von den Schreien meiner Freunde. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Alleine. Erneut. So sollte es nicht kommen. Es sollte nur den Test verzögern. Nur eine Verzögerung. Das war alles. Eine Verzögerung als Gegenleistung für ihr Schweigen. Damit ich mit meinen Freunden an Bord bleiben konnte. Nicht, dass es am Ende von Bedeutung wäre. Meine Schuld wird nicht verschwinden. Und die Lösung wird sich nicht mehr ändern. Wenn du mir vergeben kannst, danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du es nicht kannst, habe ich Verständnis dafür und akzeptiere dein Urteil. Ich bin wieder alleine. Es ist alles meine Schuld. Was für ein Abschiedsbrief. Sie hat wohl Schuld, dass hier irgendwas passiert ist. Irgendwelche Tests sollte sie verzögern. Das war wohl die von der Anweisung her. Schade, dass die Spiegel hier so blind sind. Man erkennt nicht wirklich, ne? Sich selber. Oder gar nicht. Aber egal. So, wir haben die Keycard eingesammelt. Eliza. Ja, da hat sie sich nun selbst erhängt. Selbstmord ist immer keine Lösung. Aber für manche Leute vielleicht schon. Okay, dann könnten wir ja jetzt rein theoretisch zurück wieder... Wir haben alles abgesucht. Ne? Zurück zum Alpha-Quartier. Wenigstens kenne ich den Weg. Ja. Wenigstens kenne ich den Weg. Hoffen wir mal. Hier wieder durchzwängen, ne? Ja. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Da war eine. Habt ihr das gesehen? Links im Augenwinkel habe ich doch gerade gesehen, dass da einer lang lief. Oh oh. Wie hieß es? Wenn wir einen sehen, sollen wir laufen. Der ist weg. Und diesmal war es keine Gestalt. Außer einer Dimension. Das war real. Wir sind hier nicht allein. Da müssen wir wieder hoch. Zu Edas Quartier. Aber ob wir da heil ankommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ja, und wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du noch keins hast. Ja, ansonsten bleib gesund. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Terra. Bye bye. Ciao.